Tretra, Trullala. Schönen guten Morgen, wünscht der Kaspar. Ja, ich hatte ja schon bei der Fotoserie gesagt, ich würde da vielleicht noch was zu sagen wollen, dass das jetzt eben, meine Experte sollte mal sagen, ob das jetzt so einer weißen Tafel auf einem Berg entspricht. Oder ob die vielleicht anders aussehen würde. Weil für mich sind das eindeutig Quellwolken, die da entstehen. Und die sind ja nun nicht Bestandteil einer solchen weißen Tafel. Also einer solchen Tischdecke, sagen wir mal. Nennen wir das jetzt mal Tischdecke. So, ja, ich bin jetzt hier also bei der First Lady quasi am Strand eingezogen, weil sie bietet sich ja an. Ich hatte ja gesagt, wo ich Kaffee trinke. Deshalb war ja vorherzusehen, wo die Bullen einziehen würden. Und die habe ich da jetzt halt erstmal festgenagelt. Also ich fürchte, das erste Team, das wird sich ganz schön was anhören, wenn es nach Hause kommt. Und ich werde dann ein Besseres kriegen. Aber ist ja A, mein Problem und B, vielleicht auch absolute Fantasie. Klappt auf jeden Fall bisher sehr gut. Also die Strategie, das vorher deutlich anzusagen, damit das denn nicht passiert. Also ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt hier einfach ein Laster mit Sprengstoff vor die Bude fährt, in die Luft geht, die Bude ist weg und dann heißt es, boah, jetzt so ja schon Terroranschläge auf den Azoren, stellt euch das doch bloß mal vor, ist ja unglaublich. So ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Und weil ich mir das vorstellen könnte und nicht möchte, dass das passiert, erzähle ich das schon mal ganz laut, dass ich mir das vorstellen könnte. Und dann lade ich das hoch und dann passiert das nicht. Ist geil, wa? Also ich hätte mir das ja nicht so einfach vorgestellt. Ich habe mir das viel, viel schwieriger vorgestellt. Also ihr seid so doof, ihr macht mir das richtig einfach, muss ich ja mal sagen, wa? Aber das soll mir nur recht sein. Zum Wetter, eigentlich wollte ich ja zum Wetter. Also ich gleite hier schon wieder thematisch völlig ab. Das Wetter ist in meinen Augen entweder eine psychologische Spielerei, dass immer ein Tag schönes Wetter oder anderthalb oder vielleicht auch nur ein halber. Also es wird auf jeden Fall nach den Unwettern und Niederschlägen immer wieder mal ein kleiner, schöner Abschnitt eingestreut, um damit die Bevölkerung auch glauben kann, weiterhin es würde sich um normale Abläufe handeln. Weil wenn jetzt dauerhaft auf Sauwetter geschaltet werden würde, der würde ja doch irgendwie auffallen. Also jedenfalls schneller als wieso. Deshalb bilde ich mir ein, könnte das A, halt ein strategischer, psychologischer Schachzug sein. Oder B, es ist notwendig, um die Gegensätze aufzubauen an Temperaturen und Druckdrücken, um eben entsprechende Strömungsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Also diese beiden Möglichkeiten fallen mir nur ein. Ich kann auf jeden Fall meiner Einschätzung nach definitiv sagen, ein Zufall ist es nicht. Also ein Zufall ist das nicht. Das ist ein Wetter, was hier noch niemals in dieser Konstanz stattgefunden hat. Abwechslungsreich war das schon immer. Aber diese Abwechslung, die wir jetzt hier haben, die kann man ja schon nicht mehr abwechslungsreich nennen. Da ist eine Methode dahinter. Das ist ein eindeutiges System. Ihr könnt da schon wahrscheinlich in 2 Jahren spätestens einen Plan aufstellen, statistisch, um dann vorherzusagen, wie das nächste Jahr wird, wenn nicht strategische Änderungen stattfinden beim Eingreifen. Ja, also so viel dazu. Das hätte ich alles nicht schreiben können. Noch mal kurz einen Schwenk über das Meer und über das Hotel. Als Gäste hat die sehr wenig von der Insel sehen, aber das ist ja manchmal passiert. Ich meine, in anderen Urlaubsgebieten, wenn ich an Mallorca denke, da kommen die Gäste, lassen sich volllaufen, sind froh, wenn sie was zum Bumsen finden und von der Insel sehen die sowieso alle überhaupt nichts. Außer den Strand vielleicht und die Biergläser und die Ärsche von den Weibern. Ansonsten ist ja mit Kultur und Inselkunde oder Leute kennenlernen da also auch. Also Einheimische, wer will einheimische Mallorquiner kennenlernen? Hab ich noch keinen getroffen. Die wollen alle geile Schwedinnen oder dumme, besoffene Engländerinnen oder ja, was eben so gerade vorbeiläuft. Aber Mallorquiner, also ich nenne sie hier immer, ich darf das, ihr nicht. Aborigines. Die will doch keiner kennenlernen. Mit denen will doch keine sauber zu tun haben. Die will man höchstens begaffen. Und dann, guck mal die da. Der macht noch mit einem Esel und einem Holzflug sein Feld. Ja, und das ist eben nicht mein Ding. Ich finde das geil, dass es so eine Menschen noch gibt. Und deshalb komme ich mit denen auch so gut klar. Gut, also das ist jetzt schon wieder abgeglitten. Ich wollte ja zum Wetter und das Wetter wird jetzt wieder scheiße. Also die gute Ansage von gestern, die erledigt sich damit hiermit. Also das wird wieder nur eine kleine Pause, wie das eben strategisch auch gewünscht ist. Euer Kaspar. Tschüss.